Servus, dann wieder schauen wir uns den Bosch GSR 18 von 50 an. Kupplung sehr schön breit, erster, zweiter Gang, tadellos, schönes Bohrfutter, relativ kompakt, Links-Rechts-Verstellung funktioniert nicht. Ich finde es fein, wenn man einpackt oder so, man will nicht, dass man in der Tasche dann was tut, wenn ich dann bohren höre. Eben, wie schon gesagt, erst mal sagen, funktioniert da los, schaut sehr ähnlich aus wie der Universal Drill, 18V60, 460 im ersten Gang, 1800 im zweiten, wurde auch immer leider produziert. Was soll man bei den Schlangenbohrern sagen? Also wirklich der 18V55, da merkt man die Leistung, die er hat, ist wirklich eine sehr hohe Leistung für so einen kleinen kompakten Schrauber, weil er schafft alle im zweiten Gang. Hat ein bisschen weniger Drehzeit, das stimmt schon, 1800 maximal. Das heißt, es ist ein bisschen langsamer als die meisten, aber in meinem Wichtigsten ist es im zweiten schafft und der bohrt jeden im zweiten bis auf den 230er, was für sehr viel Leistung spricht. Das ist ein sehr schöner Akkuschrauber von der Leistung. Aber ich werde es dann bei den restlichen Tests sehen, maximales Drehmoment. Dann eben wie schon gesagt beim Bohren, da der 25er muss es eigentlich sein, glaube ich. Jetzt kommt der 230er genau, den kann er nur im ersten versenken. Was bei dem ist und bei manchen anderen Schraubern, seht ihr, könnt gutes Drehmoment, auf jeden Fall für die Größe, für den Preis. Aber wenn man dann ausschrauben will, ja, seht ihr, das schafft nur 10 Newtonmeter, das schafft es nicht auszuschrauben. Eigentlich ist ja ausschrauben leichter als eine Schrauben, vor allem bei Weichholz. Auch bei Hartholz ist es eigentlich normalerweise der Fall. Reinschrauben ist immer mehr, wird mehr Drehmoment benötigt, auch beim Muttern anziehen, bei allem eigentlich, als wenn man es dann lösen muss. Außer Kollision oder andere Sachen, was also finden statt, dann ist natürlich was anderes. Metall auf Metall, wenn das dann kollidiert, wenn es rostet, dann ist es was anderes. Aber da Drehmoment wirklich gut. Teilweise ist es ein bisschen nervig. Jetzt hat es sogar 26 Newtonmeter. Finde ich ganz komisch. Teilweise schafft man das außer zu drehen, teilweise schafft das nicht. 27 sogar. Also Leistung ist ohne Ende da. Definitiv wirklich gut für die Größe und für den Preis, ein sehr schöner Akkuschrauber, muss ich sagen. Und im Vergleich zu teilweise anderen Modellen von Bosch ist es wirklich ein sehr schöner Schrauber und kann wirklich kaum was Negatives sagen. Außer, dass er ein bisschen schwer ist beim, also sagen wir, die Betätigungstaste, der geht ein bisschen spät, der Motor, der geht ein bisschen spät teilweise, also nicht allzu spät, besser als bei vielen anderen, aber auch schlechter als bei deutlich, als bei genug anderen, aber ist ein anderes Thema. Schauen wir uns dann gleich einmal noch an, wie er sich bei der Kupplung schlägt. Das ist ganz interessant. Da konnte ich nicht mehr aufmachen. Da habe ich einen Schlagschrauber genommen, der auch nicht der schnellste ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein anderes Thema. Das Video werdet ihr dann eh sehen in Zukunft. Dann nochmal die Kupplung. Hat alles funktioniert. Bisschen war ein Rutschen zu sehen. Aber sonst wirklich top, muss man sagen. Sehr feinfühlig. Gut dosierbar. Das ist wichtig. Vor allem bei Holzschrauben. Bei manchen anderen Herstellern, wenn ihr es in Zukunft sehen oder habt ihr schon gesehen, ist sehr schlecht dosierbar und ja, das kann ich sagen, wirklich schön. Die Kupplung, bis auf das bisschen Glutsch, die hat, aber ist in Ordnung.
So, mit 1050 Gramm gehört er definitiv zu den leichteren Akkuschraubern und das ist wirklich top. War wirklich extrem gutes Gewicht, sehr handlich, sehr kompakt, mega. Mit groben 27 Newtonmeter reiht er sich ganz gut ein, ist relativ mittig. Das ist der Maximal, was ich gemessen habe, ist 73. Das Minimum, was ich gemessen habe, ist 6 Newtonmeter. Das heißt, relativ mittig. Also ein sehr solider, starker Schrauber, vor allem wenn man das Gewicht mit einberechnet. Ist es definitiv sehr gut, weil man eben doch es relativ kompakt und mit 1000 Gramm und 27 Newtonmeter ist es sehr gut dabei, muss man sagen. Das gefällt mir wirklich top bei dem, eben die Maße und die Leistung sind wirklich sehr gut. Von allen getesteten Akkuschraubern belegt er den Platz 20, das sagt schon einiges aus, vor allem wenn man das Gewicht sieht. Seht alle, die da in der Nähe sein, außer der DeWalt 796, der 1870 Eli bürstenlos sogar. War schneller, komischerweise. Okay, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Okay. 8,5er ist logisch, 110 ist logisch, sind alle riesig, alle Parkside, sind alles die Top-Schrauber ganz oben. 18V90, sehr weit oben, sehr schöner Schrauber. War der 18V55 für das Geld, ist ein sehr schöner Schrauber. Definitiv wirklich top von der Leistung. Also der macht alle Aufgaben relativ schnell und gut. So, Lautstärke in den B ist er auch ganz in Ordnung, muss man sagen. Relativ mittig, also Minimum gemessen habe ich schon gesagt, relativ weit unten bei 76 dB. Das ist der 18V40, der angenehmste Schrauber vom Ton fast, den man hören kann. Auch die Feins sind sehr angenehm, obwohl es lauter sein. Es ist auch, hängt auch nicht nur von der Lautstärke, aber definitiv ist die Lautstärke ein wichtiger Faktor. Und ich finde, dass man die definitiv beachten sollte, weil es ja für die Gesundheit wichtig und eben für das psychische Wohlbefinden. Es gibt Akkuschrauber, die klingen wirklich katastrophal. Es gibt andere, die klingen normal. Andere klingen sehr, sehr angenehm in den Ohren. Und das ist einer, der eher normal ist, würde ich sagen. Auch vom Klang und von der Lautstärke. Nicht positiv, nicht negativ, neutral würde ich das. So, kommen wir zum Fazit. Also was kann man sagen beim Fazit? 115 € ist der Preis. Das finde ich eigentlich relativ gut, relativ stark. Muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Vor allem für die von den Bosch-Geräten her ist der Preis-Leistung, von der Preis-Leistung her sehr, sehr gut, weil eben doch relativ stark, doch okay vom Preis. 115 € ist mehr als okay. In Zukunft werden wir den auch mit anderen Akkuschraubern vergleichen, aber wie schon gesagt, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut von allem. Haptik, Optik, Linksverstellung geht leider nicht, aber ist wurscht. Baufutter ist schön, relativ kompakt, relativ leicht. Kupplung ist in Ordnung, obwohl der teilweise rutscht. Obwohl er teilweise rutscht, aber sonst wirklich, fällt mir wirklich super, vor allem für den Preis. Also von mir gibt es eine klare Empfehlung, wer ein Bosch-System ist. Alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde es den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für jeden, der es macht. Vielen Dank für jeden, der schaut. Kommentar da lässt. Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Video und ciao.